Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Bookwatch Revisited hier auf Goldberg TV. Ich möchte hier euch in loser Reihenfolge Bücher vorstellen, die ich bereits auch schon auf meinem Rezensionsportal bookwatch.de besprochen habe. Und die Besprechungen dort, die ich mir vornehmen werde, zuerst, die liegen alle schon ein paar Jahre zurück und deswegen nenne ich das jetzt Bookwatch Revisited, weil es sein kann, dass ich eventuell die Rezension relativieren muss oder noch ergänzen muss oder vielleicht auch heutzutage gar nicht mehr so schreiben würde, wie ich sie geschrieben habe. Wobei ich auch sofort sagen muss, ich habe keines der Bücher seitdem wieder gelesen. Das heißt, ich kann mir jetzt kein neues Urteil bilden. Ich kann nur das, was ich geschrieben habe damals, vielleicht kritisch beleuchten und vielleicht auch nochmal hinterfragen oder ergänzen. Und heute geht es um meine erste Rezension damals überhaupt, passend zu dem Thema, was auch derzeit, also vielleicht auch nicht passend, aber es geht auch in diesem Buch um Depressionen. Das Buch heißt Unendlicher Spaß, also passend zu dem Depressionsdiskurs, der momentan ja sehr virulent ist, durch Kurt Krömer und sein Buch und Thorsten Sträter und deren Dialog in verschiedenen Talkshows von Kurt Krömer und auch Thorsten Sträter, hat das Thema Depressionen ja jetzt momentan große Medienwirksamkeit entfaltet. Und der Autor dieses Buches, Unendlicher Spaß, Infinite Jest auf Englisch, David Foster Wallace, hat sich leider 2008 auch aufgrund von Depressionen, einer depressiven Phase, das Leben genommen. Er wurde 46 Jahre alt. Das ist halt traurig, denn er war ein sehr begabter Mensch, aber auch Schriftsteller. David Foster Wallace ist aufgewachsen, ist geboren 1962, aufgewachsen in einer akademischen Familie. Es hat sich früh auch eine bestimmte mathematische Begabung bei ihm gezeigt. Er hat Philosophie studiert, er hat nachher später einen Lehrauftrag an der Uni in, ich glaube in Illinois, ich weiß es nicht mehr genau, angenommen und hat Literatur auch nachher gelehrt. Witzigerweise bei Wikipedia stand, dass er im Herbst 1962 einen Lehrauftrag angenommen hat, was natürlich verblüffend wäre, weil er dann gerade mal 6 Monate alt gewesen wäre. Und ich glaube, so begabt kann kaum jemand sein. Jedenfalls hat er dann sein erstes großes Buch geschrieben, Infinite Jest, wie gesagt. Das ist 2009 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 2011 dann hier in dieser Taschenbuchausgabe auch bei Rororo, Rowold Taschenbuch. Übersetzt von Ulrich Blumenberg. Ulrich Blumenberg oder Blumenbach. Jetzt muss man ganz kurz schauen, dass ich da nichts Falsches sage, ob jetzt Blumenberg oder Blumenbach heißt. Mann, 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 hätte ich mich besser... Blumenbach, Ulrich Blumenbach, hätte ich mich besser vorbereiten müssen, aber grundsätzlich bereite ich mich eigentlich gar nicht vor, weil ich dafür die Zeit nicht habe. Also Ulrich Blumenbach hat, glaube ich, 6 Jahre gebraucht für die Übersetzung dieses monströsen Werkes, das 1562 Seiten oder sowas hat und davon sind auch noch etwa, da sind 400 Anmerkungen drin zu dem Haupttext. Der Haupttext alles auf Dünndruckpapier geschrieben, klein gedruckt und hinten gibt es nochmal ab Seite 1410 in dieser Ausgabe
2410, ich habe da einen Zettel reingelegt. Genau. Gibt es dann nochmal etwa 400 Anmerkungen? 400 Anmerkungen zu dem Fließtext, zu dem Roman selbst. Ganz viel geschrieben. Ja, und jetzt werde ich erstmal anfangen damit, dass ich meine Rezension von damals mehr oder weniger 1:1 wiedergebe und dann nochmal versuche, da was sozusagen ergänzend, weil diese Rezension, das war meine erste damals auf Bookwatch.de, die war auch sehr, sehr kurz. Also alle weiteren Rezensionen sind wesentlich umfangreicher dann geworden. Ich glaube, weil ich mich da auch selbst vielleicht noch nicht so ganz ernst genommen habe in dem, was ich da getan habe und einfach mal gucken wollte, ob das überhaupt auf Resonanz stößt oder was dann passiert, wenn man eine Rezension schreibt. Okay, ich habe zunächst einmal den Klappentext in meiner Rezension zitiert, was ich immer so mache, um dann nachher in der Rezension eventuell auch darauf eingehen zu können, ob der Klappentext so, wie er da geschrieben steht, gerechtfertigt ist oder nicht, was ich auch immer ganz interessant finde, weil natürlich oftmals die Verlagstexte unnötig reißerisch und pompös daherkommen und dann oft das Buch dann nicht halten kann, was da versprochen wird. Selbst bei wirklich guten Büchern ist das oft so, dass da völlig übertrieben wird in den Klappentexten und das lege ich auch ganz gerne in meinen Rezensionen offen, wenn das so ist. Okay, also der Klappentext lautet: Irgendwann in naher Zukunft machen sich die Insassen des Entziehungsheims Annette House und Studenten des Enfield Tennis Academy, nee, der Enfield Tennis Academy auf die Suche nach einer Kopie von Unendlicher Spaß. Einem Film, der angeblich so unterhaltsam ist, dass der berauschte Zuschauer am Ende verhungert und verdurstet. Nicht allein der schiere Umfang, sondern vor allem die Sprachmächtigkeit, die ungeheure Themenvielfalt, die treffsichere Gesellschaftskritik, die scharfe Analyse sowie der Humor machen diesen kurz vor der Jahrtausendwende erschienenen Roman zum Meilenstein der internationalen Gegenwartsliteratur. Ungeheuerlich, maßlos, bewusstseinsverändernd. Und ein Zitat von Don DeLillo, ergänzt dazu noch: Alles und noch mehr könnte eine Beschreibung dieses Romans sein. So, okay, das ist der offizielle Klappentext des Verlags. Nun folgt meine Buchkritik, die ich auf bookwatch.de geschrieben habe damals. Die lautet folgendermaßen: Hatte ich anfänglich auch gedacht, dass es sich um ein völlig überschätztes Buch eines Schlaumeiers handeln könnte, der damit langweilt, andauernd demonstrieren zu müssen, wie viele Fremdwörter er kennt, habe ich diese Meinung etwa ab Seite 240 vollends fahren lassen. Seite 240, da weiß ich gar nicht, ich habe auch nicht geschrieben, warum ab Seite 240 ich das habe fahren lassen. Das klingt auch komisch, was ich da geschrieben habe. 240, was ist denn da? Vielleicht kann ich auch gar nicht erkennen, warum ich ab 240 das dann. Müsste ich selbst nochmal forschen, was denn da wirklich ist. Keine Ahnung. Aber es gibt bestimmt einen Grund auf Seite 240, warum ich das dann da habe fahren lassen. Spätestens da habe ich einsehen müssen, dass David Foster Wallace nicht nur tatsächlich über ein schier enzyklopädisches Wissen zu verfügen scheint, sondern zudem über eine feine Beobachtungsgabe bezüglich der menschlichen Psyche, sowie über einen angenehm trockenen und lakonischen Humor. Wie auch über die Fähigkeit, all dies gekonnt sprachlich in Form zu bringen. Dank und besondere Anerkennung gebühren hier sicherlich dem Übersetzer Ulrich Blumenbach, der wirklich sowohl quantitativ als auch qualitativ das etwas Kolossales vollbracht hat, worein er auch etwa 5 Jahre mühselige Arbeit investieren musste. Ja, eigentlich sind es, glaube ich, 6 Jahre gewesen. Egal. Es war lange Zeit. Ja, es ist möglicherweise stellenweise auch für den Leser etwas mühsam, die Lektüre dieses Wortungetüms zu bewältigen, nicht zuletzt wegen eines Fußnotenapparates, der knapp 400 Anmerkungen enthält, den habe ich ja vorhin gezeigt, und auch das Faible des Autors für Abkürzungen erleichtert den Lesefluss nicht. Aber dennoch, die Lektüre lohnt sich allemal.
Wallace lässt uns teilhaben an den Bewusstseinsströmen der Figuren, deren Gedankengänge und Empfindungen in jedem einzelnen Fall absolut authentisch und glaubhaft wirken. Ja, so ist der Mensch. Und zwar in allen möglichen Varianten, denn jede Figur hat ihren eigenen Sprachduktus und ihre eigene Perspektive auf die Dinge und somit auch Wahrnehmung der Welt. Die Geschichte ist gespickt mit vielen Lustigkeiten und skurrilen Einfällen, aber an manchen Stellen auch von unendlicher Traurigkeit. Einzig der Schluss hat mich etwas unbefriedigt zurückgelassen, denn eine Auflösung im eigentlichen Sinne findet meines Erachtens nicht statt. Ob dies nun bewusste Absicht des Autors war oder bei aller uneingeschränkt zugestandenen und neidlos anerkannten Begabung vielleicht doch auf dramaturgische Schwächen zurückzuführen ist, sei dahingestellt. Letztlich ist es unerheblich, denn ich bin froh, dieses Buch gelesen zu haben. Es steht ziemlich alleine da in seiner Art und ist ein verblüffendes Ding. Dann habe ich noch einen Satz Fazit geschrieben damals. Ein hochkomplexer Roman eines hochbegabten und depressiven Autors, der sich leider viel zu früh die Karte umdekoriert hat. Ja, die Karte umdekorieren, das ist ein Ausdruck aus dem Buch selbst, ein Synonym für eben sich selbst abschaffen, also sich umbringen. Und ja, also das ist eine ziemlich kurze Rezension, eine ziemlich oberflächliche Rezension. Ich habe da auch überhaupt gar nicht viel zum Inhalt geschrieben. Ich glaube, damals war das noch so, dass ich immer die Gefahr hatte, zu spoilern, zu sehr zu spoilern in meiner Rezension, weil ich immer dachte, vom Inhalt irgendwie zu viel zu erzählen ist schlecht, denn dann hat ja nachher keiner mehr Lust, irgendwie das zu lesen, wenn ich alles schon vorwegnehme. Aber man muss doch ein paar Sachen noch dazu sagen, glaube ich. Zumindest, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Also der Inhalt des Buches, der spielt meines Wissens zum damaligen Zeitpunkt zumindest etwas leicht in die Zukunft versetzt. Ich weiß nicht, um wie viele Jahre, das weiß ich nicht. Jedenfalls ist es eine Zukunft, die sich aber eigentlich jetzt in der Alltäglichkeit nicht wesentlich unterscheidet, glaube ich, von unserer heutigen Zeit und Wirklichkeit. Jedoch zeigt sich die Zukunftsvision darin, dass es da ein Bündnis gibt, glaube ich, aus Vereinigte Staaten, Kanada und Mexiko, die dann regieren und die von einer separatistischen Vereinigung von Kanadiern, von militanten Kanadiern bekämpft werden, was auch interessant ist und lustig. Ja, dann gibt es da eine Vielzahl von Personal. Es sind, glaube ich, bestimmt 3 Dutzend Figuren, die da eine Rolle spielen. Und man hat den Eindruck, dass David Foster Wallace sich selbst auch, dass es da autobiografische Bezüge gibt. Allerdings, die sind aufgesplittet auf verschiedene Figuren, die alle bestimmte Eigenschaften von David Foster Wallace selbst irgendwie tragen. Es findet sich da wieder ja, die Tennisbegabung, die David Foster Wallace wohl auch zumindest ja, teilweise hatte. Ich sehe gerade, ich habe das passende T-Shirt an. Das ist aber David Bowie und nicht David Foster Wallace, aber ja, warum nicht? Ja, genau, er hatte auch eine Tennisbegabung. David Foster Wallace war wohl mal 17. der Juniorenliga, wie ich nachgelesen habe. Er selbst hat das ziemlich relativiert. Er meinte, dass seine Begabung im Tennis überschaubar gewesen sei und dass in der Juniorenliga jeder irgendwie schnell zu einem vielversprechenden Talent erklärt wurde. Und dass der einzige Vorteil, den er hatte, dass das irgendwie war, dass er ja, ganz gut den ganzen Platz nutzen konnte, bespielen konnte, was wohl auch auf seine mathematische Begabung ein bisschen zurückzuführen ist, dass er da ja, Winkelspiel ganz gut umsetzen konnte. Und er hatte wohl auch eine, wie er selbst, glaube ich, sagte, zen-gleiche Gleichgültigkeit gegenüber etwaigen, also nicht vorhersehbaren Einflüssen auf das Spiel, wie zum Beispiel Windverhältnisse, Wetterverhältnisse oder auch Platzverhältnisse, die dann manch andere Spieler schnell ja,
wütend machen konnten. Ich kann das selbst sehr gut nachfühlen, weil ich früher auch viel Tennis gespielt habe und ich konnte mich auch sehr gut aufregen, wenn solche Unwägbarkeiten Einfluss genommen haben auf mein Spiel und aus meiner Sicht unfair waren. Ja, und dann gibt es die Figur des Hell Incandenza, der quasi da diese Tennisbegabung hat, der auch zu Marihuana-Konsum neigt, was David Foster Wallace selbst auch tat. Außerdem, diese Suchtklinik, von der gesprochen wird, ist ein anderes Themenfeld, das David Foster Wallace selbst streift, weil er nämlich auch alkoholkrank wurde. Und ja, verschiedene andere. Es gibt Figuren, die haben ein Faible für Mathematik, was bei ihm auch der Fall ist oder war. Und das splittet sich alles auf. Es findet sich auch eine Figur, da gibt es so eine Vereinigung militanter Grammatiker, glaube ich, wo eine Figur wohl ein bisschen angelehnt ist an seine eigene Mutter, die auch wohl sehr pedantisch war, was Grammatik anbelangte. Von der hat er vermutlich selbst auch seine präzise Wortwahl übernommen und sein Faible dafür, ganz präzise sprachlich Dinge auszudrücken. In Bezug auf sein enzyklopädisches Wissen, was ich da damals in der Rezension angemerkt habe, ist natürlich das zu relativieren, auch aus meiner heutigen Sicht, weil er natürlich da über Dinge ausschließlich geschrieben hat, mit denen er sich sehr gut auskannte. Und dann ist es natürlich einigermaßen einfach, den Anschein von enzyklopädischem Wissen zu erregen. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem, ist es dennoch beeindruckend. Auch die Beobachtungsgabe, von der ich da spreche, die David Foster Wallace in seinem Buch zu erkennen gibt. Auch, dass da die Figuren alle mit einem anderen eigenen Sprachduktus sprechen, der authentisch wirkt. Also insgesamt ein Buch, das sehr gesellschaftskritisch und satirisch daherkommt, mit viel absurdem Humor. Zu sagen ist vielleicht auch noch ergänzend, dass Infinite Jest ja vielleicht wahrscheinlich entlehnt ist aus Hamlet und der Narrenfigur des Yorick. Und meines Wissens finden sich da mehrere Hamlet- oder Shakespeare-Bezüge in dem Buch, wie auch andere intertextuelle ja, Referenzen. Also insgesamt ein sehr, sehr spannendes, postmodernes Werk, sehr umfangreich, kongenial übersetzt von Ulrich Blumenbach, von einem sehr, sehr begabten Autor. Und ich kann dieses Buch Unendlicher Spaß wirklich uneingeschränkt empfehlen. Damals hat diese Taschenbuchausgabe 17,99 € gekostet. Ich habe mal geguckt bei Amazon zum Beispiel, wobei ich Amazon natürlich doof finde eigentlich, das nicht empfehlen würde. Also, okay. Der Preis für. Ach, das weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, wie teuer das momentan ist. Aber es wird schon relativ günstig zu erstehen sein. Vielleicht aber auch kann man sich es ja auch einfach von irgendwem leihen. Man muss ja nicht immer alle Bücher kaufen. Und wenn, dann bitte dann doch nicht bei Amazon kaufen, sondern gerne bei dem Verlag vielleicht selbst, wenn das geht. Oder aber bei dem Buchhändler um die Ecke. Es gibt ja auch online die Möglichkeit, über geniallokal.de bei einem Buchhändler zu bestellen. Und das würde ich empfehlen. Und ich kann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Also viel Spaß mit Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Nicht mehr ganz taufrisch, wie gesagt, aber immer noch lesenswert. Und in meiner nächsten Ausgabe von Bookwatch Revisited werde ich mich einem Buch von Rocco Schamoni zuwenden. Fünf Löcher im Himmel, ein Roman, und ich habe damals die Rezension, die ist ja auch ein paar Jahre her,
Aber ich weiß, dass die nicht besonders positiv ausgefallen ist. Und das ist ja vielleicht auch mal interessant, sich das dann anzugucken, anzuhören, was ich dazu zu sagen habe. Vielleicht habe ich das auch zu relativieren, zu ergänzen, wie auch immer. Die Bookwatch-Ausgaben hier auf meinem TV-Kanal, Videokanal, sollen ja auch irgendwie einen Mehrwert bieten zu der Rezension auf bookwatch.de. Nichtsdestotrotz kann ich bookwatch.de auch nur wärmstens empfehlen. Es gibt dort auch eine Menge anderer Rezensionen noch, zum Teil auch nicht von mir selbst geschrieben, die meisten jedoch schon, aber ein paar wurden auch von anderen Mitarbeitern geschrieben, also freien Mitarbeitern, die dann da ihren Teil zu beigetragen haben. Ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele wieder einschalten demnächst, wenn möglichst viele meinen Kanal abonnieren. Ja, und das war's für heute. Also für diesmal. Wiedersehen. London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited. Then he shouted to them there. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du auch in Zukunft solche oder völlig andere Videos sehen möchtest, abonniere den Kanal Goldberg TV. Das wäre super von dir. Danke.